Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, ich habe einen kleinen Kloß im Hals, aber das macht dieses Wetter da draußen definitiv. Wie geht's euch? Ohne Schnee, viel Regen, mal warm, mal kalt. Ich hoffe, euch geht's besser als mir, denn mir macht es ganz schön zu schaffen, gerade gesundheitstechnisch, was jetzt Frosch im Hals, Schnupfen etc. angeht. Nichtsdestotrotz verschaffe ich mir jetzt eine kleine Ablenkung und spiele mit euch weiter Star Wars. Letzte Folge sind wir ja hier auf Datumir ein bisschen rumgereist und haben ein Dorf entdeckt, was bewacht wurde von einigen, ja, ziemlich gefährlichen Schützen. Wir mussten in Deckung gehen, ausweichen, angreifen und dann im Endeffekt einfach nur dran vorbeilaufen und heute geht's hier weiter. Ich schau noch, diesen Sprung dort werden wir definitiv nicht schaffen, ne? An den Punkt, weil da ist ein Geheimnis. Könnte mal schauen, ob ich hier irgendwie da rumkomme. Ja, tatsächlich. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Ja, das frage ich mich auch. Der Fremde, Überlebende. Jemand hat den Absturz auf Datumir überlebt, allerdings nicht unversehrt. Okay. Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Mal schauen. Wir müssen da durch. So, jetzt sind wir richtig, ne? Genau. Nein, hinter uns geht's weiter. Da hoch. Ich glaube nicht, dass wir da hoch müssen, oder? Doch, da oben ist unser Ziel. Hier an der Seite hochklettern. Schaut mal. Das geht nicht, okay. Nein, da können wir definitiv nicht hochklettern. Wie aber sollen wir da langkommen? Ah, hier links. Also, hier rechts jetzt. Aha. Okay. Warum auch nicht? Das ist noch so ein Ding. Wow. Okay, das ging schnell. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Okay, Kampfarena. In dieser Arena haben die Brüder der Nacht gekämpft, um ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ein Sieg bedeutete Ehre, Respekt und Macht über die Schwachen. Was für eine kranke Zivilisation. Und ich habe schon gedacht, unsere Gesellschaft wird immer kränker. Da haben wir wieder eine Spinne. Da hinten, ihr seht sie da zappeln mit ihren Kiefern. Jetzt wurde sie auf den Boden gesetzt. Also, wir können einmal rechts durch das große Feld. Oder ganz hinten links durch das kleine, da wo die Spinne sitzt, ne? Ah, und ich habe Entdeckerdrang. Ich muss da lang. Leute, ich muss da lang. Hallo Spinne. Ich höre da noch andere Spinnen. Von allen Seiten irgendwas. Ich vermute, wenn ich die eine Spinne jetzt angreife. Ach, da oben, schaut mal. Oben steht noch so ein Zombie-Blöde rum. Die Spinne haut ab. Warum? Warum haut die ab? Wow, okay. Hi, Freunde. Ey. Mal?
Danke. Nochmal. So. Okay, da hinten passt eine große Spinne auf und da ist aber eine Kiste. Und die Kiste möchte ich haben, unbedingt. Wow, okay. Alter. Jetzt habe ich aber viel gesehen. Gleich mal durch den Levelboden gefallen hier. Nein. Uah, Gift. Verdammt. Okay, BD1. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Oh, du hast was gefunden. Neues Poncho-Material. Was können wir uns denn anziehen? Savanne? Ja. Grau ist das neue Schwarz. Okay, diesen Bereich hier haben wir erstmal gesaved, so wie es aussieht. Schiff ist abgestürzt. Es war für irgendwas auf der Flucht. Der Fremde, abgestürztes Schiff. Hier im Sumpf ist ein Schiff abgestürzt. Der Pilot war vor irgendetwas auf der Flucht. Kein guter Ort, um sich zu verstecken. Das ist korrekt. Das ist hier wirklich kein guter Ort, um sich zu verstecken. So, hier haben wir die niedergemeuchelt. Hier oben auf der Brücke steht ja... Treffer die? Na, von hier noch nicht? Nein, die treffen wir leider nicht. Okay. Da! Hi! Mäuschen. Komm mal hier. Wow! Okay, haben wir hier irgendwas, was wir brauchen? Warum gibt es diesen Ort hier? Warum gibt es diese Richtung, die wir... No, nicht schon wieder. Und da oben diese Dinger, die verraten nichts Gutes. Da sind definitiv ganz genau die da drin. Nummer 1. Die bekriegen sich da... Vergeltung für meine Schwester. Ja, natürlich. Sehr schön. Als er sagte, bring Samen, meint er doch von Datumir. So, guck mal. Unser Freund macht da erstmal ein paar Hexenblatt hier. Hi! So. Da oben steht noch so eine Schwester. Ja, BD1. Sehen wir nach. Ein Blutbäuchling. Im Gegensatz zu anderen datumirianischen Pilzen vermehrt sich der Blutbäuchling nicht über Sporen. Stattdessen teilen sich seine Zellen spontan und bilden kleine Kapseln, die aufplatzen, sobald der Pilz reif ist. Einige Sorten bilden auch zusätzliche Stängel aus. Nicht schlecht, so lernen wir noch ein bisschen was über die Flora und Fauna des Planeten Datumir. So, und Datumir, so ich dir... Wir hacken jetzt das noch Ganze eine mal. BD. Du hast das drauf. Was ist das, BD? Neuen Sender erhalten, Macht und Kontrolle. Na, das klingt doch ganz nach unserem Lichtschwert. Okay, jetzt können wir hier hoch. Das wird auch angezeigt auf dem Weg.
Wir haben ja von unten schon gesehen, dass hier oben eine Schwester der Nacht steht. Genau. Zombies. Okay. Hi. Wartest du, bis ich da bin? Warte bitte, bis ich da bin, ja? Lasst mich in Ruhe. Ah! Verdammt, ich konnte mein Lichtschwert nicht werfen. Okay, wir haben da drüben wieder etwas zum Entdecken. Kommen aber diesmal nicht einfach so mit Sprüngen heran. Aber irgendwie muss es da ja hingehen, ne? Irgendwie muss es da rüber gehen. Hätte man da reinlaufen können? Da unten waren wir ja, ne? Nein, ich glaube nicht, dass wir da hätten reinlaufen können. Im Endeffekt wären wir sowieso nicht da oben angekommen. Vielleicht ist es auch nur ein Speicherpunkt. Ich weiß es nicht so wirklich. Ich weiß es nicht. Okay. Gut, in die Richtung können wir nicht, hier haben alles aufgedeckt. Also da lang. Mal schauen, ob wir nicht irgendwo noch irgendetwas scannen können, weil ich möchte ungern nochmal auf diesen Planeten zurück. Zweimal reicht mir vollkommen. Da unten ist eine Kiste? BD, hatten wir die geholt? Ich glaube schon, ne? Oder? Oh, jetzt bin ich so unsicher. Hatten wir diese Kiste geholt? Nein, hat man nicht. Ich wusste, dass du da reinspringst. Was hast du da? Neuer Lichtschwert Schalter erhalten, Macht und Kontrolle. Okay. Ah, okay, ich verstehe den Sinn. Aber zuerst mal... Ja, wir müssen da lang. Okay. Gibt es hier noch irgendetwas zum Mitnehmen, zum Erkunden? Nein. Genau, so müssen wir das dann machen und dann müssen wir da hoch. Okay, Kerl. Zack. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Schwestern der Nacht Mutter. Die Schwestern der Nacht wurden von einer mächtigen Magienutzerin angeführt, die sie Mutter nannten. Okay. Tja, wenn man davon ausgeht, dass ja... Warte, erstmal schauen, ob es ausgeht. Wir müssen darüber, ja. Wieso nennen die diese Anführerin Mutter? Wissen die A nicht, was eine richtige Mutter ist? Ne? Also wurden sie nicht von jemandem aufgezogen, der sich Mutter, also eine, von einer echten Mutter aufgezogen? Man weiß es ja nicht, ne? Okay. Gut. Von hier wird man nicht rüberkommen. Ach, verdammt, das war das Falsche. Ha! Da müssen wir hin und dann da hoch. Ob wir das so schnell schaffen? Ja. Wohl eher nicht. Verdammt.
Ah, okay, 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 Leute, warte. Komm, Kerl. Nochmal. Jetzt. Ich darf nicht springen dabei. Irgendwas schreit hier ganz böse. Irgendetwas ist hier ziemlich genervt davon, dass wir hier sind. Oh Gott. Das Ding sieht nach Ärger aus. Das sieht definitiv nach Ärger aus. Aber die zwei sind auch nicht gerade freundlich. Dann berühr's nicht. Ich werde diese Krabbler auf Distanz halten. Und wenn sie dich anspucken? Okay. Freunde? Brüder, ein Fremder! Oh Gott, nein, lass mich in Ruhe! Wo bleibt dein Können? Alter! Robert! Oh, das du gibt's kannst nicht. Nicht gewinnen, Fremder! Feiger Jedi! Herr Flee! Ich hab keine Macht! Blute, Ungeziefer! Das gibt's nicht. BD? Hierher, BD! Danke dir! Er zittert vor Angst! Er darf sich nicht erholen! Nein! Recht unserem Bruder! So? Oh, weg. Feiger Jedi. Puh, Leute, Leute, Leute. Okay. Wir werden dich zur Strecke bringen. Zu welcher Strecke? Ich muss eh hier lang. Deine Niederlage ist sicher. Dieser Schmerz bedeutet nichts. Lasst mich bitte in Ruhe. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Das sehen wir noch. Wow. Den haben wir's gezeigt. Volle Breitseite. War ein bisschen überfordert jetzt von den ganzen. Zwei Schützen und zwei starke Brüder der Nacht. Feuerflechte. Ja, gute Arbeit, BD1, definitiv. Ich setze mal das fort, was Kell hier sagen möchte. Die Feuerflechte wächst zunächst natürlich im trockenen Klima von Datomir. Ihre rote Farbe ist durch die Aufnahme von Schwefel und anderen Staubpartikeln in der Luft bedingt. Die auf Datomir wachsende Abart ist derart robust, dass es nahezu unmöglich ist, sie auszureißen. Arbeit. Okay, nahezu unmöglich, sie auszureißen, bedeutet natürlich, dass wir da langklettern können. Können auch da runter oder die Feuerflechte nach oben. Oder auch nicht. Verdammt. Das heißt, ich brauche hier irgendetwas, brauche ich hier, um da hochzukommen. Aber seht ihr auch, das Ganze ist rot. Also ist da irgendeine Fähigkeit, die wir noch nicht besitzen, die uns diese der Tür, diesen Weg dann öffnet. Oh nein, geht bitte weg, geht bitte weg. Nerven wirklich, also. Ich meine, ich mag ja The Walking Dead und so, ne? Zombies können ja nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Ist da unten ein Speicher? Ach, da unten sind wir gestartet, guckt mal.
Dann sind wir da hoch, da hinten lang. Da runter, dann wieder hier hoch. Wahnsinn, okay. Guck mal, hier ist auch ein Weg mit Feuerflechte. Irgendwas gibt's dann hier oder irgendwas müssen wir noch lernen. Vielleicht auch einfach nur Handschuhe. Ich ahne Schlimmes, wenn hier so viel Platz ist. Was ist das denn? Schneiden? Schneiden. Ah, Abkürzung freigeschaltet. Okay, super. Aber ich glaube, diese Abkürzung ist nicht der Weg, den wir nehmen sollen, sondern das hier. Aber was ist hier hinten? Ist hier noch irgendetwas zu entdecken, zu erkunden? Irgendetwas, was wir brauchen könnten? Ich habe hier irgendwas, hat sich hier gerade geöffnet. Aber hier ist nichts. Auch keine Kiste? Nein. Gut. Okay. Das ist unsere Abkürzung. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Bamme hier reinzulaufen. Hallo? Hier erwartet dich nur der Tod. Naja, wenigstens erwartet mich jemand. Ich dachte, ich komme hier so unangemeldet rein. Okay. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten heute. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Da erwartet uns der Tod hier auf Datomir. Ich freue mich drauf. Dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.